Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV. Herzlich willkommen wie immer am Bilster Berg. Sieht heute ein bisschen anders aus. Ich bin am Offroad-Gelände, weil direkt neben meiner Halle im Moment Slalom gefahren wird. Das ist ziemlich laut. Darum habe ich mich hier hinten hin verkrümelt, ist aber auch schön und hier habe ich meine Ruhe. Ich darf euch heute das Mercedes-Benz S-Klasse Cabrio vorstellen. Mercedes hat das basierend auf der Baureihe 222 in Frankfurt auf der IAA im Jahre 2015 erstmals vorgestellt, damals als S63 AMG-Version. Und die vorangegangenen S-Klasse Limousinen hatten ja immer einen Partner als Coupé quasi, also ein Brüderchen oder ein Schwesterchen. Auf jeden Fall gab es immer ein Coupé. Ein Cabrio gab es schon lange nicht mehr. Das letzte wurde gebaut 1961 bis 1971, basierend auf der Baureihe 111-112. Ja, gebaut wird das Cabrio, das S-Klasse Cabrio, das neue, mit dem Beinamen A217 im Übrigen, in Stuttgart im Werk Sindelfingen und seit Mitte 2016 wird es ausgeliefert. Es ist aktuell ein bisschen verwirrend, muss ich zugeben, denn von der S-Klasse Limousine, also vom W222 bzw. V222, gab es ja just eine Modellpflege, die habe ich euch auch vorgestellt als S560. Und da gab es ja eine Menge neue Motoren und hier und da wurde ein bisschen was gemacht. Das gilt aber wirklich nur für die Limousine und nicht für das Cabrio. Ich fahre hier den S500 oder stelle euch den S500 vor und der hat noch einen V8 unter der Haube, während bei der neuen, also bei der modellgepflegten S-Klasse der 500er jetzt dieser neue Reihen-6-Zylinder ist, den ich leider noch nicht gefahren bin. Aber natürlich bekommt irgendwann das Cabrio auch die Modellpflege. Man weiß bloß noch nicht wann. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es 2018 wird, vielleicht auch erst 2019. Die S-Klasse ist ja 2013 vorgestellt worden, das Cabrio dann 2015. Da sind 2 Jahre zwischen. Also kann es auch sein, dass die Modellpflege noch bis 2019 sogar dauert. Aber vielleicht ziehen sie die auch vor. Den Testwagen, den habe ich natürlich auch für euch konfiguriert. War eigentlich gar nicht schwer. Überall ein Häkchen setzen. Fast überall. 2 Sachen fehlen, glaube ich. Der TV-Tuner und das große Burmester-Soundsystem ist nicht an Bord. Sonst alles, ich blende hier mal den Code ein, könnt ihr euch selbst ansehen. Ist auch unten im Beschreibungstext vom Video nochmal aufgegriffen, der Link. Ja, Mitbewerber, das ist natürlich eine schwierige Sache. Ihr wisst, ich bin Mercedes-Fanboy. Es gibt ja immer eh keine Mitbewerber. Aber ich finde, in dem Fall ist es wirklich schwierig. Denn wenn wir zu Audi und BMW schauen, die haben noch nichts zumindest. Und auch darüber hinaus passt alles nicht ganz so. Ich würde ja sagen, das Maserati Grand Cabrio wäre zum Beispiel ein Mitbewerber, ist aber natürlich deutlich sportlicher ausgelegt als die S-Klasse. Und dann haben wir natürlich noch die Engländer, den Bentley Continental als Convertible. Oder den Rolls-Royce Dawn, glaube ich, ne? Aber die sind dann wieder so viel teurer als die S-Klasse, dass es irgendwie auch nicht passt. Von daher, ich sag mal, die ist konkurrenzlos. Die Motorenauswahl fürs Cabrio ist echt beschränkt. Während es jetzt hier bei der Limousine zahlreiche neue Motoren auch gibt und auch wirklich zahlreiche Leistungsstufen und sogar das Coupé noch mit dem S400, also mit dem V6 Motor kommt, gibt es beim Cabrio gerade mal 3 Möglichkeiten, sich eine Motorisierung zu wählen. Oder eine Antriebskombination, kann ich fast sagen. Es gibt 2-mal ein V8, einmal als Mercedes-Benz V8 mit 455 PS. Dann haben wir den AMG V8 mit 585 PS. Und den S65 gibt es auch noch, ne, mit einem 12-Zylinder unter der Haube. Der hat dann 630 PS. Ja, und hier ist also das Herzstück unseres Cabrios. Das ist der 4,6 Liter V8. Er hat eine Leistung von 455 PS und ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmeter. Die liegen im Drehzahlbereich zwischen 1800 und 3500 Umdrehungen pro Minute an. Während es das Coupé auch noch mit Formatikantrieb gibt, hat das S-Klasse Cabriolet immer Hinterradantrieb. Und geschaltet wird hier mit der 9G-Tronic, während die beiden AMG-Varianten ja das 7G-Tronic, also die Speedshift-Variante von AMG innehaben. Und hier kommen die restlichen
Fakten, Fakten, Fakten für euch zum S500 Cabriolet. Das beschleunigt von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist dann bei 250 km/h abgeregelt. Das Mercedes-Benz S500 Cabriolet verfügt über einen Tankinhalt von 80 Litern. Beim Neftverbrauch laut Mercedes-Benz von 9,1 Liter Super auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 870 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Mercedes-Benz mit 212 Gramm pro Kilometer an. Das Mercedes-Benz S500 Cabrio ist 5 Meter und 3 cm lang beim Radstand von 2,95 Meter. Es ist 1,42 Meter hoch und misst in der Breite 1,90 Meter. Von Außenspiegel zu Außenspiegel ist es 2,11 Meter breit. Der Wendekreis des Mercedes-Benz S-Klasse Cabrios beträgt 11,60 Meter. Das Leergewicht ist mit 2115 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2590 Kilogramm. Das preiswerteste Mercedes-Benz S-Klasse Cabrio ist für 140.545 Euro zu haben. Das ist auch der Basispreis von unserem Testwagen. Aber so wie er hier steht, kostet er 178.452 Euro. Zumindest wenn ich richtig konfiguriert habe. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch. Haftpflicht 16, Vollkasko 30 und Teilkasko 29. Für das S-Klasse Cabriolet hat Mercedes überhaupt keine Ausstattungslinien parat. Es gibt quasi das S-Klasse Cabriolet, Punkt, ne? Also den S500 und dann kann man noch diverse Pakete dazu nehmen. Unter anderem hier auch verbaut ist das AMG-Line-Paket. Das erkennt man sofort an diesen deutlich strukturierten Lufteinlässen in der Mitte, aber auch außen und an dem Chromabschluss im unteren Bereich, also der Frontsplitter quasi, der hier in Chrom gehalten ist, zeigt dann auch, wir fahren hier die AMG-Line. Dazu gibt es noch ein Paket AMG-Line Plus, das ist hier nicht verbaut, aber das Exclusive-Paket, wobei sich das hauptsächlich auf den Innenraum bezieht. Und ja, die S-Klasse kommt immer mit Voll-LED-Scheinwerfern daher. Wir haben aber hier die besondere Variante. Und zwar haben wir oberhalb der LED-Leiste oder der LED-Braue hier nochmal Swarovski-Steinchen eingearbeitet. Auf beiden Scheinwerfern ist das. Kostet auch nur einen klitzekleinen Aufpreis von 3.200 Euro. Sieht schick aus für die einen oder anderen. Mehr Licht bringen sie auf jeden Fall nicht. Das machen auch schon die Voll-LED-Scheinwerfer. Und wie viel Licht die bringen, das zeige ich euch jetzt in der Halle. Was ich persönlich noch ganz spannend finde, dieses S-Klasse Cabriolet hat einen CW-Wert von 0,29 und wir wissen ja, 0,22 ist glaube ich gerade Weltrekord für Serienfahrzeuge und Mercedes hatte ja den CLA in als, was weiß ich, ne, 180 Blue Efficiency oder so, vorher den Rekord mit 0,23 und dafür, dass der echt richtig schnittig aussieht, scheint er dann doch so ein paar mehr Verwirbelungen zu sorgen. Wobei Mercedes halt sagt, sie sind sehr stolz auf den CW-Wert. Wert und haben den Unterboden verschallt und so weiter und so fort. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Designio Diamant Weiß Bright. Ist eine Sonderfarbe. 14 Farben stehen zur Auswahl und haltet euch fest, 10 davon
müsst ihr nicht zu extra zahlen. Nur diese vier Sonderfarben, die kosten extra. Im Falle des Weißes sind es 880 Euro. Erstmal denke ich ein Schnapper. Dann bin ich aber auf was aufmerksam gemacht worden, was mir, glaube ich, im ersten Schritt gar nicht so aufgefallen wäre. Hier haben wir schön diesen Effektlack drauf. Und im Innenrahmen der Tür ist quasi normales Weiß. Naja, 880 Euro Aufpreis, da wollen wir mal nicht so sein. Ne? Aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, weil mich das doch so ein bisschen verwundert hat. Ja, die AMG-Line erkennt man natürlich auch nochmal an dem Schweller unten. Ach nee, wir sind bei Farben, Entschuldigung. Unser Dach ist in Blau gehalten. Es gibt vier Verdeckfarben. Schwarz ist klar, dieses dunkle Blau. Dann gibt es noch ein dunkles Rot und ein Beige. Und egal, welche Farbe man sich fürs Dach auswählt, das ist auch aufpreisfrei. Genau so. Und jetzt nochmal hier unten, die Leiste der Schweller, der gehört entsprechend auch, nicht entsprechend, sondern der gehört auch zum S-Line-Paket. Ja, normalerweise unkonfiguriert steht die S-Klasse auf 18 Zöllern. Wird so ausgeliefert in der Basis. Und zum AMG-Line-Paket würden 19 Zöller gehören, ich glaube mit 5 Armen. Wir haben aber hier die optionalen 20 Zöller verbaut bekommen. Und die sind bezogen mit Pirelli P0 in den Dimensionen vorne 245/40R20 und hinten 275/35R20. Vorne wie hinten finden wir gelochte und innenbelüftete Bremsscheiben. Am Heck erstmal das erste, ist ja mal wichtig, wir haben eine echte Glasscheibe im Verdeck drin sitzen. Die dritte Bremsleuchte ist hier in dieser Chromspange integriert. Und ja, wir fahren S500. Wir können ja, ne? Ist klar. Und natürlich auch der Heckstoßfänger gehört dann zur AMG-Line. Erkennt man hier an diesen Luftauslässen, wie auch an dem angedeuteten Diffusor. Und wir haben ja auf beiden Seiten Blenden, aber in der Blende befindet sich groß und zentral auch jeweils ein Auspuffrohr. Ja, ein zweigeteiltes Auspuffrohr. Gut, weiter haben wir Voll-LED-Rückleuchten. Alles, was hier blinkt und glitzert, ist in LED gehalten. Lustigerweise finden wir hier weder Kristall noch Sternenstaub, sondern die sind eher schlichter gehalten. Und wie die sich im Dunkeln machen, zeige ich euch jetzt natürlich in der Halle. Ja, bevor ich einsteige, zeige ich euch ja jetzt immer den Schlüssel und das ist das alte Mercedes-Benz Layout. Seit der E-Klasse haben wir ja ein neues. Die neue S-Klasse oder die Modellpflege hat ja auch den neuen Schlüssel. Hier beim Cabrio kriegen wir noch den alten Schlüssel. Hinten ist nichts drauf. Vorne dann drei Schaltflächen. Ich kann den Wagen verriegeln. Da fahren die Spiegel auch. So habe ich es zumindest eingestellt, ran. Ich kann ihn entriegeln, das Ganze wieder zurück und ich kann den Kofferraum entriegeln, beziehungsweise wenn ich länger drücke, kann ich ihn auch öffnen. Kann ich eigentlich mal zeigen. Nur im Schlüssel hier. Ne? Die Heckklappe ist dann auch elektrisch. Machen wir wieder zu. Und wenn ich jetzt, der Wagen ist entriegelt und ich drücke jetzt, aber nicht von hier, sondern von hier selbstverständlich, den Öffnen-Knopf und halte den auch gedrückt. Und jetzt könnt ihr das erste Mal bestaunen, wie sich das Verdeck einfaltet. Es ist übrigens ein dreilagiges Verdeck, ein Akustikverdeck, was, wenn man das Verdeck geschlossen hat, auch sehr leise im Innenraum, also für wenig Fahrgeräusche im Innenraum sorgt. Und nach 20 Sekunden ist es dann versenkt. Das Ganze könnt ihr auch während der Fahrt machen, bei Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h. Weil ich aber jetzt gleich einsteigen will, drücke ich jetzt einmal auf den Verriegelungsknopf, halte den dabei gedrückt. Der Wagen wird also verriegelt und auch das Dach faltet sich wieder über das Auto rüber. Do you believe in magic, quasi. Ja, aber entriegeln muss ich jetzt trotzdem noch. Und jetzt kann ich auch mal einsteigen.
Ich verriegel das Fahrzeug aber doch nochmal. Dieses Hupen nervt mich übrigens kolossal. Kann man natürlich auch deaktivieren. Aber dann, wenn du so ein teures Auto, also zumindest geht es mir so, wenn ich so einen teuren Testwagen habe, laufe ich in der Regel mal zweimal zum Auto, um zu gucken, ob es auch verschlossen ist. Ne? Und das Hupen dann, er hat gehupt, alles klar, ist verriegelt. Schlüssel habe ich in die Tasche gesteckt, Auto ist entriegelt, wir haben Keyless Go. Ich brauche also nur meine Hand an den Türgriff legen. Und schon wird das Fahrzeug entriegelt und ich kann die Tür öffnen. Ein ziemliches Brett, sage ich mal, denn wir müssen ja hier nicht nur vorne auf den Fahrersitz einsteigen können, sondern auch nach hinten in den Fond klettern. Wir haben übrigens eine Mercedes-Benz Einstiegsleiste, die ist auch beleuchtet. Selbstverständlich beim Cabrio haben wir rahmenlose Fenster hier. Und man merkt auch, das habe ich auch der Pressemitteilung nochmal entnommen, besonders dickes Glas in den Seitenscheiben soll halt auch das ganze Fahren ruhiger machen. Und das spürt man hier auch, man sieht es sogar, wie dick das Glas ist. Der Sitz ist ganz runtergestellt. In der Mitte hat er eine Höhe, die ich überwinden muss, von 54 cm. Und ihr seht, ich kann hier ganz bequem einsteigen. Es geht nicht mal richtig nach unten, wie man das ja schon von sportlichen Fahrzeugen kennt. Sollte ich jetzt tatsächlich die Tür so weit aufgestellt haben, was man ja normalerweise nicht macht, muss man natürlich sich schon so ein bisschen rauslehnen. Aber für so ein Riesensegel ist die wirklich einfach zu bedienen und somit auch einfach zu schließen. Ja, herzlich willkommen hier im Innenraum vom S500 Cabriolet und ich habe mich just nach Bielefeld beamen müssen, aus zeitlichen Gründen, sage ich mal, anders ging es nicht. Und ich würde sagen, ich steige auch direkt ein. Es ist ja im Prinzip ein altes Auto, also alt im Anführungszeichen, weil das Coupé habe ich euch schon vorgestellt, wenn auch als S63 und vom Interieur ist es zumindest nahezu das gleiche. Ja, also hier oben haben wir einen Lederersatz. Das ist meines Erachtens echtes Leder und dazwischen haben sie dann nochmal Holzapplikationen eingearbeitet. Im Prinzip überall, wo ich hinfasse, spüre ich Leder oder Holz. Das ist schon ganz ordentlich. Ne? Also für den Preis 175.000 kann man das, glaube ich, auch erwarten. Ich habe hier immer wieder mal Probleme mit diesem Ding. Egal, lasse ich jetzt erstmal offen. In den Türen oben auch das Kunstleder, dann richtiges Leder. Und selbst unten findet man dann wieder das Kunstleder. Dazwischen dann noch so eine Chromspange. Das Lenkrad hat eine Holz-Leder-Kombination. An der A-Säule habe ich Alcantara, wobei das nicht Alcantara ist, sondern Dia Marco oder so, keine Ahnung. Und auch der Himmel ist als Option mit Alcantara bezogen. Habe ich in der Konfiguration nicht drin, merke ich gerade. Na gut, ist also noch teurer. Kann man machen. Ja, also vom Ambiente her, vom Materialmix, das ist schon sehr, sehr schön, sehr, sehr schick und das ist natürlich Premium. Brauchen wir auch gar nicht drüber reden, glaube ich. Ja, was das Platzangebot angeht, Daumen mit offenem, geschlossenem Dach natürlich. Zwischen meinen Kopf und den Himmel passt zumindest eine Faust. Auch wenn ich da den Himmel so ein bisschen streife. Und ja, das Platzangebot im Fahrzeug ist natürlich gerade im vorderen Bereich sehr, sehr nett. Also man hat wirklich breite Sitze, man hat genug Platz, auch wenn man hier mit zwei Leuten sitzt. Die Mittelarmlehne reicht auch für zwei Arme ganz locker aus und das ist schon schön. Ich weiß auch gar nicht, was ich anders sagen soll. Hört sich so ein Marketing-Quirl an, aber ist halt so. Ne? Ich meine, ich stelle euch hier ein Auto von 175.000 Euro vor. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viel mehr zu sagen. Ne? Ja, jammern auf hohem Niveau. Nee, lassen wir erstmal weg, das machen wir nachher. Okay, dann komme ich auch schon zur Ergonomie. Und dafür starte ich einmal das Auto am einfachsten. Also fangen wir hier oben an. Wir haben ja das doppelte 12,3 Zoll Display hier. Daneben sieht man schon mal zwei Tasten. Das sind einmal die Gurteinreicher unten und oben kann man die Kopfstützen hinten versenken, wenn die hochgestellt worden sind. Und in dem Display habe ich halt das Infotainment-System. Sonst ist kein Touch-Display, muss ich alles über hier unten steuern. Egal. Dann haben wir hier die Lüftungsdüsen, 6 Stück an der Zahl.
über die komplette Breite. Die lassen sich kippen, zur Seite verstellen und über das Drehrad kann ich zumindest hier für zwei gleichzeitig den Luftstrom regulieren, von aus bis voll an. Und das gilt auch für die, und außen habe ich auch nochmal ein Knöpfchen. Die Knöpfe kann ich halt versenken. Im weiteren Verlauf nach unten haben wir dann die Klimatisierung für den vorderen Bereich. Ich habe hier auch eine Menütaste. Sobald ich die drücke, öffnet sich dann hier das Menü. Und ich habe die Möglichkeit, diverse Einstellungen auch nochmal über das Display vorzunehmen. Ja, fällt mir gerade so ein, können wir kurz ansprechen. Beduftung unter anderem. Klimaanlage ist aus. Die Beduftung ist ja dieses Ding hier, da kann ich unterschiedliche Aromen einkaufen und hier mich damit benebeln lassen, damit das halt besser riecht im Auto. Wir waren aber hier unten in dem Bereich, nur einmal erwähnt, da ist ein 12-Volt-Anschluss. Und dann geht es auch schon weiter. Hier sind quasi die Kurzwahltasten fürs Infotainment-System plus ganz wichtig die Sitzsteuerung und hier dann eher die fahrdynamischen Sachen. Ich kann das Fahrwerk verstellen und das Fahrprogramm, kann das Fahrzeug auch höher stellen mit der Luftfederung, falls ich irgendwelche schlechten Wege habe oder Einfahrten. Und drüben dann nochmal an aus das Infotainment-System, Lautstärke und Start-Stopp kann ich deaktivieren. Das Ding kennen wir auch, das ist der Handschmeichler, gleichzeitig ein Touchpad, kann ich also auch Buchstaben eingeben, und das ist das Jog-Shuttle, kann ich drehen, hoch, runter, zur Seite und drauf drücken. Also die ganze Steuerung vom Infotainment-System, und gerade die Tasten hier finde ich sehr lässig. Vielleicht nochmal Navigation, da ist so ein kleiner Doddel, also so ein Punkt quasi rausgearbeitet, und bei Telefon auch, sodass man sich hier auch gut blind orientieren kann. Wir haben Multifunktionslenkrad. Tasten hier in Silber gehalten, hinter dem Lenkrad auf der rechten Seite, das kennen wir von Mercedes, kann ich die Fahrprogramme wählen. Auf der linken Seite habe ich dann diesen Kombischalter, Fernlicht, Lichthupe, Blinker und dazu dann noch der Scheibenwischer. Auf dem Taster hier ist dann das Wasser. Im unteren Bereich habe ich einmal den Tempomaten, den adaptiven, also Distronic, und dann noch die Lenkradverstellung mit der Lenkradheizung. Neben dem Display oben links habe ich dann noch weitere Tasten. Das sind weitestgehend Assistenzsysteme bzw. Zusatzfunktionen. Spurhalteassistent, dass der auch aktiv mitlenkt. Die Pubkeys kann ich ausschalten, 360-Grad-Kamera aktivieren. Nachtsichtassistent, und das sind die Einstellungen vom Head-Up-Display. Im unteren Bereich ist dann der eigentliche Lichtschalter mit seinen Optionen. Und daneben dann noch der Schalter für die Nobel-Schlussleuchten. In der Tür haben wir hier im oberen Bereich die ganze Steuerung für die Sitze, Sitzverstellung, und ich kann das Ganze auch speichern. Dann hier eine Erweiterung der Armlehne, die Spiegelverstellung und die elektrischen Fensterheber. Hier vielleicht nochmal das Anklappen der Spiegel von innen einmal gezeigt, von außen habt ihr das ja schon mal gesehen, sieht dann so aus. Und in der Türschale habe ich die Zentralverriegelung. Das ist aber noch nicht alles, denn ich saß hier im Auto und dachte, Mensch Jan, ne, wo mache ich denn das Dach auf? Dafür muss ich die Mittelarmlehne öffnen. Hier ist der Bügel, um das Dach auf- und runterzustellen. Ich kann alle vier Fenster gleichzeitig heben oder senken. Und das ist dann für hinten das Windschutz, beziehungsweise oben für, habe ich mir vergessen, Air. Hier ist das Ding, ja, diese Spoilerlippe, die halt rausfährt. Zeige ich euch nachher auch noch kurz. Ja, das war dann die ganze Ergonomie. Ich sag mal so, wer schon mal Mercedes gefahren ist, findet sich in der S-Klasse auch sehr schnell zurecht, denke ich. Und ich finde, es haben sie schon schön gemacht, dass alles hier aufs Wesentliche reduziert. Wobei, wenn man nachzählt, merkt man halt schon, es sind doch eine ganze Menge Schalter, aber wir fahren auch S-Klasse und die hat eine ganze Menge Funktionen. Ja. Gut. Dann habe ich ja hier die Taste für die Gurtanreicher. Das kann ich auch nochmal aktivieren. Sonst aktivieren die sich aber auch selbstständig, wenn ich die Tür öffne, einsteige und die Tür dann schließe, Motor anmache. Spätestens dann kommt das Ding rausgefahren. Gurtlänge hier, die Gurte auch passend in der Fahrpflicht zur Innenausstattung. Das vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnt, auch wenn ihr es ja seht. Wir haben zweifarbige Innenausstattung, oben dunkel, auch unterstützt nochmal durch das dunkle Holz und dann eher hell mit noch Holzelementen dabei.
Ja, ich sitze hier auf höchst komfortablen Sitzen. Ich kann das auch gar nicht anders sagen. Ich muss einmal, weil ihr wollt ja immer wissen, wie lang das Sitzkissen ist. Hier haben wir erstmal eine Länge von 54 cm. Dann kann ich das, ups, kann ich das Ganze aber auch ausfahren, selbstverständlich. Noch ein Stück. Hier rutscht das ganze Sitzkissen übrigens nach vorne. Nicht nur, dass vorne irgendwas ausgeklappt wird. Und dann messe ich hier eine Länge von 56 cm. Die Sitze sind perforiert und das ist auch das Designio, sind Designio-Sitze aus dem Exclusive-Paket. Ich kann die vollkommen elektrisch verstellen. Also hier natürlich die Lehne kippen, das Sitzkissen runterfahren, kippen. Das habe ich ja eben gezeigt. Ich kann die Sitzfläche noch erweitern. Ich kann den ganzen Sitz natürlich nach oben fahren. Und auch nicht unwichtig, ich kann die Kopfstützen hier elektrisch verstellen, allerdings nur, nee, nicht nur hoch und runter, sondern auch nach vorne und nach hinten eigentlich. Ne, ist aber doch nur hoch runter. Nimmt der anders? Ich habe hier irgendwo, wo habe ich denn da so einen Punkt und damit kann ich dann das Kissen auch noch rausfahren. Das Angenehme an den Sitzen, und da sind sich alle einig, die hier mitgefahren sind, das sind wirklich mit die besten Sitze, die die Leute so bisher erlebt haben. Die sind halt wunderbar breit, haben so ein bisschen Sofa-Charakter, bieten aber auch eine ganze Menge Seitenhalt. Zudem habe ich hier die Sitztaste. Wenn ich da drauf drücke, erscheint im Infotainment-System ein entsprechender Dialog. Ich habe Massageprogramme, sechs an der Zahl. Ich schalte die einmal kurz durch. Und im unteren Bereich kann ich die Intensität auch noch erhöhen oder verringern. Das Ganze natürlich auch für den Beifahrer. Dazu ist ein fahrdynamischer Sitz. Das heißt, die Sitzwangen reagieren auf die Neigung des Fahrzeugs und stützen dann somit Fahrer und Beifahrer bei Bedarf. In zwei Intensitäten. Ich kann die Balance der Sitzheizung verstellen, also wie die Heizleistung sein soll. Kann alles zurücksetzen. Hier noch, upsie. Hier nochmal die Seitenwangen, also die Enge quasi einstellen, wenn ich ein bisschen sportlicher unterwegs sein will oder wenn ich sehr schmal bin, dann macht das natürlich Sinn. Ich habe natürlich eine Lordosestütze, die ich sowohl hoch und runter bewegen kann, als auch rein und raus. Ich das bestätigen einmal. Und dann kann ich noch den Schulterpart ein bisschen nach vorne kippen lassen. Ja, und bei Massage waren wir eben schon. Dazu habe ich hier in der Tür, also hier nochmal die ganze Steuerung, aber das habt ihr eben auch schon mal gesehen, habe ich die Möglichkeit, die Sitze zu belüften und gleichzeitig zu beheizen. Des Weiteren gibt es noch den Air Scarf, also zwischen Kopfstütze und Rückenteil ist quasi ein kleiner Föhn, der mir auf Wunsch kalte Luft zufächert und es gibt noch die Möglichkeit, von der Fahrerseite aus den Beifahrersitz zu verstellen. Ich bin jetzt gut 1800 Kilometer mit der S-Klasse gefahren und teilweise auch längere Strecken und kann wirklich sagen, das sind fantastische Sitze. Also die machen richtig Spaß und sind auch sehr komfortabel. Und trotzdem kann man sogar damit sportlich fahren, wenn man denn möchte. Gut, das Lenkrad ist eine Mischung zwischen Holz und Leder. Das Leder im Übrigen auch eher weich als hart. Sehr bequem anzufassen. Ich tue mich immer schwer mit Holz am Lenkrad, weil ich denke, man rutscht dann doch und habe dann so ein bisschen Angst gerade beim Umgreifen. Aber es ist alles im Rahmen. Es ist elektrisch zu verstellen, das Lenkrad. Das ist jetzt ganz oben und ganz rausgefahren. Und das ist jetzt ganz innen und rausgefahren. Jetzt habt ihr einmal den Radius gesehen.
Problem bei der Lenkradverstellung oder beim Lenkrad mit dem Cockpit zusammen ist, dass man, oder ich zumindest, wenn ich mir die optimale Sitz- und Lenkradposition einstelle, einfach Teile vom Cockpit nicht sehen kann. Ist in dem Sinne nicht ganz so schlimm, weil ich hier ein Head-Up-Display auch noch optional habe. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir reden hier über eine S-Klasse, das irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Ne? Bei dem Preis müsste ich doch das Cockpit vernünftig sehen können. Zudem ist es auch komisch, ich bin ja jetzt die Modellpflege gefahren von der S-Klasse, da haben wir quasi schon die neue Cockpit-Generation und jetzt umzusteigen oder ich bestelle mir heute ein Auto für 175.000 Euro und habe dann noch die, das alte Display im Prinzip oder die alte GUI ist es ja, ne? Also das User Interface ist noch das alte, ja, finde ich schon ein bisschen komisch, ein bisschen schade, aber so ist das halt mit dem Produkt. Zyklen. Wir haben hier Schaltwippen am Lenkrad. Das sieht zwar aus wie Metall, ist aber Plastik mit so einer dünnen Metallschicht überzogen. Im hinteren Bereich eine Riefe, wo man die Finger gut einhängen kann. Ich kann hier drei Finger anbringen, also sind die auch groß genug. Auch das Lenkrad, da haben wir natürlich noch das alte Design mit einer Home-Taste. Ah ne, Home-Taste, kann dann immer jeweils durchschalten, habe eine OK-Taste, kann Sprachkommandos deaktivieren und hier noch eine Zurücktaste, alles auf der linken Seite. Auf der rechten Seite dann Telefonate annehmen und auflegen, Sprachkommandos aktivieren und hier kann ich die Lautstärke verstellen und das Auto auch muten. An dem Knopf hier, an dem Schalter für die Lenkradverstellung ist zudem auch noch so ein Drehregler, damit kann ich die Lenkradheizung aktivieren. Es lässt sich also auch beheizen, das Lenkrad. Die beiden Außenspiegel sind angenehm groß, vor allen Dingen von der Spiegelfläche, passen auch zur Fahrzeuggröße. Ich habe eine gute Sicht nach hinten. Im Innenspiegel sehe ich das komplette Fenster oder die komplette Heckscheibe, da ist auch nichts auszusetzen. Und wenn ich das Dach runterfahre bzw. einklappe, dann schließt das auch bündig hinten ab. Das einzige Problem ist, wenn ich hinten das Windschott rausfahre, so ist das Windschott, dann habe ich ja dieses Netz da hinten und kann da nur bedingt durchgucken, ist aber alles im Rahmen, ich finde das vollkommen in Ordnung. Der Schulterblick über die linke Schulter, da habe ich überhaupt keinen toten Winkel, ich habe ja keine B-Säule, das tut dem Auto auch ganz gut. Und über die rechte Schulter, A-Säule in Ordnung, B-Säule in Ordnung, also nicht vorhandene B-Säule und die C-Säule, die jetzt eigentlich B-Säule ist, ist aber verdammt breit und da haben wir auf jeden Fall einen toten Winkel, sollten wir halt immer ordentlich gucken. Ja, und eine Rückfahrkamera haben wir ja auch, beziehungsweise eine 360-Grad-Kamera, die zeige ich euch jetzt zusammen mit dem Cockpit. Der Startknopf ist hier unten, den drücke ich jetzt auch mal, starte das Fahrzeug, damit ihr einmal die Sichtorgel sehen könnt. Wir haben hier so ein klassisches digitales Setup, links der Tacho bis 260 ausgewiesen, bei 250 wird das Auto abgeriegelt und im unteren Bereich prozentual, wie viel Sprit wir noch haben. Dann auf der anderen Seite der Drehzahlmesser, ausgewiesen bis 8000 Umdrehungen, bei 6250 oder 300 fängt der rote Bereich an. Hier unten dann auch die Kühlwassertemperaturanzeige und der Fahrprogrammschalter. Also wenn ich jetzt hier in Drive gehe, sieht man auch die Gänge nochmal dazu, wieder zurück in Park. Und darunter das E ist halt das Fahrprogramm. Ich fahre jetzt Efficiency und das wäre das Sportprogramm. In der Mitte haben wir dann den Bordcomputer, fängt an mit der Reise, da habe ich die unterschiedlichen Einstellungen, dann einmal durchschalten, dann gibt es eine Navi-Ansicht, ich habe jetzt keine Route angegeben, das Radio kann ich mir anzeigen, ja, Radio Bob ist klar, Medien kann ich aktivieren, ist jetzt nicht verbunden. Das Telefon, Assistenzgrafik. Und ein Service-Menü haben wir auch noch. Keine Meldung vorhanden. Und hier kann ich auch noch diverse Einstellungen vornehmen. Ich gehe das nur einmal schnell durch. Hoppla. Einstellung, ja, wenn man das nicht so hinkriegt mit dem OK drücken.
kann man unterschiedliche Sachen sich vom Head-Up anzeigen lassen, also die Inhalte. Fürs Licht haben wir noch unterschiedliche Einstellungen. Und beim Kombi-Instrument können wir die Einheit wählen und uns noch Miles per Hour zusätzlich anzeigen lassen. Fahrzeug selber. Das war es auch schon. Und Werkseinstellung, das wäre dann zurück. Ja, und damit bin ich da auch schon mit durch. So, mal wieder in die digitale Geschwindigkeit rein. Auf der anderen Seite haben wir halt das 12,3 Zoll Display normal, bloß hier fürs Infotainment-System. Das ist auch noch also die ältere Generation. Bin jetzt hier im Navi, habe aber auch schon den Splitscreen. Kann diverse Sachen machen. Gehen nochmal zurück in die Ansicht. Ziel eingeben. Bitte sprechen Sie den Namen des Ortes, der Straße und die Hausnummer. Bielefeld, Wertherstraße 42. Bielefeld, Wertherstraße 42. Übernommen. Möchten Sie die Zielführung starten? Ja. Die Zielführung wird gestartet. Demnächst links abbiegen. Ja, und die Richtungsanweisung zeigt er mir hier auch immer direkt im Head-Up-Display noch mit an, was das Ganze natürlich zu einer sehr runden Sache macht. Um das jetzt wieder abzubrechen, einmal drücken, zack, Zielführung abbrechen und jetzt kann ich nochmal durchgehen. Das Radio, wir haben hier optional DAB mit an Bord. Also hier durch die Sender gehen oder halt dann immer oben nochmal hier unterschiedliche Stationen oder Internetradio aktivieren. Bei den Medien haben wir auch wieder die Auswahl zwischen verschiedenen Quellen. Bluetooth, brauche ich jetzt ja. Also ich habe diverse Medieninterface, habe aber sogar hier noch ein bisschen Oldschool ein CD-Wechsler an Bord. Das war Media, Telefon, könnte ich halt. Und dann haben wir noch die Einstellung vom Auto selbst. Sitzeinstellung, 360-Grad-Kamera, die könnte ich vielleicht auch eben nochmal zeigen. Wobei, das mache ich gleich anders. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Der Verbrauch, gut, ich stehe jetzt hier hauptsächlich. Bedienungsanleitung, Zeit, Fahrzeugeinstellungen, das scrolle ich auch noch mal eben schnell durch. Ja, das Ambient Light habe ich euch noch mal in der Halle vorbereitet. Und weiter geht's. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon einmal durch. Ne? Jawohl, ja. Gut, das dazu, wie gesagt, das ist schon die ältere Generation. Funktioniert natürlich immer noch, aber gerade hier fehlt mir dieser Progressive Skin, den wir jetzt aus der neuen S-Klasse schon kennen. Da bin ich auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Ablagen-Check. Ich zeige euch die ganzen Ablagen hier im Fahrzeug. Fangen wir immer an mit den Türtaschen. Ich habe hier sowohl die große als auch die kleine Flasche drin, also 1,25 und dazu nochmal einen halben Liter. Allerdings muss man die so komisch da reinlegen, ist jetzt nicht wirklich super komfortabel. Und dann der nächste Witz, Riesenauto, aber bis hier keine Ablageflächen. Dann haben wir hier die Schublade, wir haben hier das Raucherkit mit Aschenbecher und Zigarettenanzünder.
Darunter dann noch eine Schublade. Hier habe ich einmal den CD-Wechsler und dann noch eine Klappe, die kann ich hoch und runter klappen, unten rutschfest ausgekleidet. Im Prinzip zwei Etagen. Normalerweise wäre da der Becherhalter drin und dann kann ich das Ganze auch wieder verschließen. Habe aber so ein bisschen Stauraum. Die Mittelarmlehne lässt sich sowohl von der Seite öffnen, als auch von dieser Seite, habe ich euch ja auch schon gezeigt. Hier habe ich die ganze Mimik für das Dach. Und darunter dann noch ein bisschen Staufach. Hier auch dieses Universaltelefonie-Gedöns drin. Auf jeden Fall noch zwei USB-Anschlüsse und halt ein relativ tiefes Fach. Aber es ist schon ein bisschen eingeschränkt hier. Ne? Im Fußraum dann das übliche Gepäcknetz, wo man auch nochmal Wasserflaschen einsetzen kann. Dann das Handschuhfach, auch das nicht besonders groß. Das Bordmaterial und dieses runde Glas hier hatte ich euch ja auch vorhin schon gezeigt. Das ist halt das Aroma, was man hier versprühen kann. Beide Sonnenblenden verfügen über Make-up-Spiegel, die sind von oben dann auch beleuchtet, zumindest so ein bisschen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, das Licht geht hier auf die Klappe drauf. Die Spiegelfläche selbst angenehm groß. Ein Clip habe ich noch daneben für Tickets. Ich kann die zur Seite drehen und auch ausziehen. Also schon eine ganze Menge von der Sonne dann auch abhalten. Es gibt Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer, die scheinen hier direkt raus. Und dann habe ich noch die Einstiegsbeleuchtung. Und da habe ich dann noch zwei Leuchten unter dem Spiegel und die beiden Leseleuchten, die angehen. Plus hinten auch noch eine Leuchte. Das sichert mir dann das Einsteigen. Ja, und im Prinzip bin ich damit auch schon durch. Ich habe hier noch Servicetasten, Infotasten und SOS-Taste. Aber das war's. So viel an Ablagen ist ja gar nicht. Natürlich möchte ich auch für euch hinten einsteigen. Wie die Tür öffnet, habe ich euch eben schon gezeigt. Es ist die gleiche Tür. Am Fahrersitz haben wir oben an der Lehne so einen kleinen Hebel. Wenn ich den nach vorne drücke, kann ich die Lehne nach vorne klappen und der Sitz fährt elektrisch nach vorne, sodass das Einstiegsfenster für mich hier noch ein bisschen größer ist. Und ja, bin ja sportlich, ne? Aber das geht schon sehr bequem, das Einsteigen. Sobald ich den Sitz umklappe, fährt er auch wieder zurück. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe genug Platz für meine Beine. Ja, so sieht es aus, wenn ich hinten sitze. Mein Sitz ist jetzt noch ein Stückchen weiter nach hinten gerückt, mein Fahrersitz. Also man hat ja immer so ein bisschen Spiel, wenn man sich den Stuhl einstellt. Als ich eingestiegen bin, war der noch ein Stückchen weiter vorne. Aber auch so könnte ich jetzt, ich sag mal so 100 Kilometer sitzen. Der Sitz selber ist schön ausgeformt. Wir haben auch hier hinten perforiertes Leder, zwei Einzelsitze. Das finde ich ja immer sehr schön ehrlich. Und an der linken Seite eine Armablage. Ich habe die Fenster hier mal runtergefahren. Ich kann also auch schön noch rausgucken und ja, ist alles noch im Rahmen. Die Kopfstützen muss ich übrigens vorne hochfahren bzw. runterfahren und das Platzangebot, ja, so eine flache Faust, die passt hier auf jeden Fall noch zwischen meinen Kopf und den Dachhimmel. Ich habe auch keine Möglichkeit, die Fenster hier hinten hoch oder runter zu machen. Das passiert alles von der Fahrerseite aus. Die einzige Option, die ich habe, ist, die Sitzheizung hier hinten zu aktivieren. Boah. Und ja, sonst seht ihr, also meine Knie stoßen jetzt schon an den Sitz ran. Ich sage ja, als ich eingestiegen bin, hatte ich ein bisschen mehr Platz. Aber auch das ist in Ordnung. Hinten der Fahrersitz und auch der Beifahrersitz übrigens hart verschalt, sodass ich jetzt, selbst wenn ich mit meinen Knien herankomme, dem Fahrer nicht irgendwie die Knie in den Rücken drücken muss. Fangen wir an. Gurte. Die Gurtlänge zeige ich euch mal. Das ist also gerade so in Ordnung für die Isofixe, für die Kindersitze. Die Isofix-Halterungen verbergen sich hier hinter so einem breiten Lappen, den ich hochklappen kann, der mit Klettverschluss befestigt ist. Und die Gurtpeitschen sind auch starr, sodass die Kinder sich gut anschnallen können müssen. Was mich jetzt mal interessiert ist,
wenn ich hier das Fenster hochmache. Ja, also Fenster gehen nicht automatisch hoch hier hinten. Und, aber wenn, selbst wenn ich es manuell mache, kann ich mir nicht die Finger klemmen, sondern der hat hier auch hinten einen Klemmschutz. Ja, Leseleuchten gibt es auch für die Kinder? Nee, gibt's nicht. Hier ist zwar eine Leuchte drin, zwei Leuchten, aber ich kann die nicht schalten, aktivieren. Auch ein bisschen komisch, aber ist halt so. Nee, kann ich nichts machen. Und hier in das Fach kenne ich auch, dass da Klima, eine eigene Klimaanlage für den hinteren Bereich ist. Ist hier aber auch nicht vorgesehen, gibt es glaube ich auch gar nicht. Hier unten als Ablage nochmal ein Fach, 2x12 Volt haben wir hier drin, mit Samt ist es ausgekleidet. Und davor ist ein Lautsprecher. Dazu gibt es noch eine Armablage. Ja, ein bisschen Anstrengung kann man da auch zwei Arme aufliegen. Darunter ein Fach, auch wieder mit Samt ausgekleidet. Und hier auch nochmal ein Getränkehalter. Und in den kann ich sowohl hier die 1,25 Flasche reinstellen, als auch den halben Liter. Das ist ein Abstandshalter und die Flaschen werden aber durchaus okay gehalten. Was ich interessant finde, vorne fehlt mir der Einsatz, ist nicht dabei, sodass das hier hinten meine einzigen beiden Flaschenhalter sind. Naja, kann man machen. Und das Ganze verstaue ich dann auch wieder so und kann es zuklappen. Und das war es auch schon hier hinten. Ah ne, gar nicht wahr. Einen haben wir noch. Zeitungsfächer befinden sich hier so in Hartschalentechnik an der Rückseite der Vordersitze. Ja, jetzt können wir uns dem Kofferraum nochmal widmen. Ich kann den ja entweder mit dem Schlüssel aufdrücken, dann springt er automatisch, oder ich drücke den Stern hier im oberen Bereich einmal rein und Sesam, öffne dich. Er öffnet elektrisch. Also es ist keine Spannfeder, sondern da ist ein Motor hinter. Und man glaubt es kaum, aber ich bekomme sogar meine Stativrolle hier rein. Denn ich habe ein Stauvolumen von 250 bzw. 350 Liter. Ist das Verdeck zugeklappt, dann sind es 350 Liter. Ist das Verdeck runtergeklappt, also eingefahren? Wie heißt denn das? Ist es offen? Ist es das Verdeck offen? Ist das Verdeck unten, dann habe ich nur noch 250 Liter. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt also der leere Kofferraum und dieses Geriffelte, das ist eine Jalousie quasi. Hier haben sie auch lustig so einen kleinen Aufkleber angebracht, den ich mit diesem Knopf hier steuern kann. Wenn ich den Knopf jetzt drücke, fährt diese Jalousie nämlich nach oben. Und das sind jetzt 350 Liter Stauvolumen. Und wenn ich die Jalousie wieder runterfahre, sind das 250. Und die ist auch sehr zickig, die Jalousie. Also man kann jetzt hier nicht erst schön vollpumpen und dann gucken, dass die das platt drückt, sondern beim kleinsten Widerstand fängt die schon an zu zicken und will nicht mehr so richtig. Trotzdem, man glaubt gar nicht, wie viel 250 Liter sind. Da passt doch eine ganze Menge rein. Von der Ausstattung, ich habe hier erstmal so einen Zipper, kann ich mal hochklappen. Hier ist ein Subwoofer verbaut. Irgendwie Elektronik, da ist der Abschlepphaken, Tire-Kit. Und das war es auch schon. An der Seite hier, auf der linken Seite, haben wir einmal eine Beleuchtung in LED. Und hinter diesem Netzfach, da sind die Warnwesten und die Verbandtasche. Ja, zur Ösen Fehlanzeige. Ich leuchte hier auch nochmal rein. Auf der anderen Seite liegt mein Maßband, das brauche ich gleich noch. Hier haben wir einmal 12 Volt und dann auch nochmal eine LED-Beleuchtung. Und im Prinzip war es das auch schon. Das ist immer der Kasten, den ich von Mercedes hier kriege, ist aber nichts drin. So ein Edelstahlschutz. Und im oberen Bereich haben wir zwei Leuchten nochmal. Eine leuchtet also nach unten weiß, nach hinten rot zur Warnung. Und drei Knöpfe, die Jalousie habe ich euch eben schon gezeigt. Ich kann den Kofferraum wieder schließen und das Auto dabei verriegeln. Und hier Mercedes üblich ist dann auch noch das Warndreieck untergebracht. Maßband habe ich euch gezeigt, hier ist es. Wir haben hier eine Ladekantenhöhe von 73 cm und danach, also hinten geht es dann wieder 16 cm nach unten. Und auch wenn das jetzt wirklich lächerlich ist,
ich bin es halt so gewohnt, Kinder, ne? 1,72 Meter hoch öffnet diese Klappe. Ich jetzt hier im Innenraum gucke, fahre ich die Schiene nochmal weg. Wir haben hier eine Breite im hinteren Bereich von 96 cm. Der Kofferraum ist 71 cm tief. Und bei eingezogener Jalousie haben wir eine Höhe von 38 cm. Wenn ich die Jalousie einfahre, dann verjüngt sich die Höhe hier im hinteren Bereich auf 21 cm und die Tiefe bis zur Jalousie sind 41 cm. Und das war's dann auch schon. Klappe kann ich zumachen. Ah, nee, die Rolle muss. Nein, egal. 475 Kilogramm darf ich zuladen hier bei Mercedes. Und aufs Dach kann ich natürlich nichts schnallen, ist klar. Und auch eine Anhängerkupplung ist nicht vorgesehen. Es ist ja ein Cabrio, Kinder. Und damit bin ich durch mit dem Kofferraum. Ja, dann komme ich zu meinem Fahreindruck hier mit der mit dem S500 Cabriolet und ich bin damals das Coupé als S63 gefahren und auch ganz kurz als 500er und war dann nachher wirklich ein bisschen traurig, dass ich das, also jammern auf hohem Niveau, dass ich die AMG-Version hatte, weil ich den 500er eigentlich cooler finde, weil es so ein Cruiser ist. Beim S63 hast du immer gleich so das Gefühl, du musst Gas geben, musst. Hier hast du zwei Fahrprogramme, Sport und Efficiency. Und ich schalte jetzt mal hier für den Spurt auf 100 quasi auf Sport, wobei ich die Federung in Komfort lasse. Ach, blinken. Und jetzt mal Vollgas hier. Ja, und zack, bin ich auch schon da. Wenn ich in Sport schalte, dann habe ich das Gefühl, dass der Sound auch deutlich kerniger ist, als wenn ich jetzt in Eco fahre. Mal sehen, dass wir das ja hier im Tunnel hinkriegen. Ja. Aber ihr hört, dass man nicht viel hört, ne? Also zumindest im Leerlauf will er nicht so wirklich. Aber ihr müsstet es ja eigentlich auch hier im Innenraum hören, ne? Ja, und man merkt halt auch, sobald man im Sportprogramm ist, ist die Gasannahme deutlich agiler. Und auch das gefällt mir persönlich gar nicht so. Ich finde es in Efficiency viel netter, weil man das Gefühl hat, dass er dann halt so unten rumkommt. Hier einmal der Wendehammer. Wir haben einen Wendekreis von, ich habe gar nicht gewendet, ne? Von 11,6 Meter. Fällt mir gerade so ein. Ist ja, muss gleich noch nachholen. Wendekreis von 11,60 Meter. Also ist der Wagen eigentlich auch für seine Größe, finde ich zumindest, noch recht handlich. Und jetzt nur mal. Achso, das ist immer noch Spur, Toppler. So, jetzt Efficiency. Hier nochmal während der Fahrt kurz das Ambient Light. Ja, wo willst du denn hin? Achso. Der biegt ab. Na gut. Aber jetzt stehe ich ja fast. Könnte jetzt also auch hier nochmal in Efficiency beschleunigen. Muss aber vom Gas geben, weil er da unbedingt den Mofa-Fahrer noch überholen wollte. Also auch in, wenn man nicht in Sport unterwegs ist, ist die Beschleunigung noch rasant, finde ich zumindest. Jetzt fahre ich noch mal schnell in meine kleine Straße. Ja, ihr werdet feststellen, dass ich hier an drei verschiedenen Plätzen jetzt drehe, weil ich kleine Akkuprobleme hatte. Ich war hier quasi, hoppla, da bin ich übers Grün gefahren. Jetzt sieht man hier auch noch mal die 360-Grad-Kamera. Ich schummel, weil ich das Auto so mag.
Also, ich war vorne und hinten einmal über den Rasen rüber. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch einmal zurücksetzen müssen. Eine Lenkradumdrehung braucht man hier und ein ganz kleines bisschen zum Anschlag. Also ist man von Anschlag zu Anschlag quasi mit zwei Lenkradumdrehungen schon dabei. Und dreht sich auch spielend einfach, trotz breiter Reifen, das Lenkrad, sodass man wirklich beim Rangieren in der Stadt, trotz der Ausmaße des Fahrzeugs, also ich hatte zumindest keine Probleme. Ja, und das mag ich halt. So 70 auf der Landstraße, hört sich so blöd an und dann drückst du ab und zu mal aufs Gas, um halt wieder auf 90 oder 100 zu kommen und das ist schon eine feine Sache. Das ist für mich, ist das echter Fahrspaß. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber dieses, du weißt, du hast die Kraft, musst aber gar nicht so schnell fahren. Ja, hier blitzen sie heute. Also ich fahre ja hier eh immer langsam, aber hier ist heute großes Blitzen angesagt. Das ist ja hier meine Fahrwerksteststrecke sozusagen. Wir haben eine Luftfederung verbaut. Die AMG-Modelle kommen mit dem Air Body Control. Hier haben wir nur die Airmatic, also nur in Anführungszeichen. Und in der Komforteinstellung schluckt die wirklich eine ganze Menge weg. Also klar, Schlaglöcher und so kann es jetzt nicht ganz beseitigen. Aber gerade hier dieser Part, wisst ihr, normalerweise bin ich hier am Hin- und Her-Zappeln. Und wir haben einen langen Radstand plus noch die Luftfederung in der Komforteinstellung. Das ist schon super. Ich bin quasi, ich sag mal, 90% der Zeit in Komfort gefahren. Man kann zur Not da auch mal ein paar Meter sportlicher mitfahren. Allerdings, wenn man denn auf die Autobahn fährt, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, meines Erachtens zumindest, auf Sport zu gehen vom Fahrwerk. Dann verhärtet sich das so ein bisschen. Wird jetzt nicht knüppelhart, sondern verhärtet sich halt nur so ein bisschen. Gibt aber gerade bei höheren Geschwindigkeiten, finde ich, ein angenehmeres Fahrgefühl. Also gerade so oberhalb der 200 im Komfort. Ich will jetzt nicht sagen, dass er rumeiert, weil das tut er nicht, aber ich fühle mich halt in Sport dann doch deutlich besser aufgehoben. Die Bremsen im Übrigen verzögern sofort, sobald ich Druck auf das Bremspedal gebe, also da vorne ist irgendwie noch ein kleiner Weg, den ich überbrücken muss. Bremse lässt sich auch schön dosieren, gibt eine hervorragende Rückmeldung und wenn man mal ein bisschen härter in die Bremse gehen muss, dann verzögert die Bremse das Auto auch hervorragend. Bei hochmotorisierten Testwagen neige ich ja durchaus dazu, eher ein bisschen schneller zu fahren als zu langsam, weil man hat die Kraft halt. Ganz anders beim S500 Cabriolet. Da merke ich wirklich, dass ich öfter auf der Landstraße eher langsamer als 100 fahre und das Fahren an sich genieße. Ganz komisch. Also, aber im Prinzip ist so ein 500er mein Auto. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also nicht, dass ich mir leisten könnte, aber so soll das schon sein. Jetzt geht's auf die Autobahn. Ich habe mal sowohl Federung als auch den Motor in Sport gestellt, um mal zu zeigen, was hier so geht. Freundlicherweise auch mal keinen vor mir. Und ja, das Auto ist schwer und das merkt man auch. Aber man kann, wenn man denn möchte und hier den ganzen Rums rumliegen hat, kann man durchaus zügig und sportlich fahren. So, jetzt mal in Sport von 100 voll aufs Gas. Also auch die Beschleunigung von 100 auf 200 hoch geht ganz easy, ganz locker, so dass man selbst bei idiotischen Mitfahrern auf der Autobahn oder Straße eigentlich immer ganz entspannt sein kann, weil man kommt sowieso vorbei. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in Eco bzw. Komfort. Ich mag das. So ganz dezent hört man den Motor immer blubbern. Ganz dezent. Und das ist jetzt 100. Also man hört, dass man fast gar nichts hört. Weder den Motor noch irgendwelche Windgeräusche. Und wohlgemerkt, ich sitze hier in einem Cabrio. Also sie haben halt, wie gesagt, ein dreilagiges Akustikverdeck, was schon eine Menge Ruhe ins Auto bringen soll. Die Seitenscheiben sind halt auch schön dick und von daher ist schon ruhig.
Das sind jetzt 120. Versuche mal ganz genau hinzuhören. Ich meine, jetzt kommt so ein leichtes Geräusch vom Dach. Aber auch nichts von den Scheiben. Jetzt 140. Hör ein bisschen mehr vom Dach. Von vorne meine ich immer noch nichts. Und auch der Motor läuft schön ruhig. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich merke keinen großen Unterschied zwischen 140 und 160. Das Pfeifen, nicht mal Pfeifen, also das Rauschen oben wird jetzt schon ein Tucken lauter. Aber das finde ich auch alles noch im Rahmen. Bei 200, da hebe ich jetzt die Stimme und merke, ja, es wird auch deutlich lauter. Also jetzt habe ich Windgeräusche, sowohl vom Dach als auch vorne und der Seite. Aber 200, ne? Also ich sag mal so, bis 160 Reisegeschwindigkeit kannst du es hier sehr ruhig und bequem haben. Und auch das Soundsystem hat überhaupt keine Probleme mitzuhalten. Und 160, eine schöne Cruisergeschwindigkeit. Und ja, wenn du es krachen lassen willst, 200 macht der ja auch. Also der macht auch 250. Aber selbst bis 200 hoch kann man hier sehr entspannt fahren von der Geräuschkulisse her. Also auch bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn nimmt das Fahrwerk in Komfort eine ganze Menge Unebenheiten weg. Wenn ich jetzt auf Sport schalte, merke ich halt, das sagte ich ja eben schon, dass es deutlich straffer wird. Dafür habe ich das Gefühl, ja, der Wagen liegt halt ein bisschen satter auf der Straße und kann somit dann auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn ein bisschen agiler gefahren werden. Und faszinierend ist auch für mich, wie schnell man dann wieder auf Geschwindigkeit ist. Das Lustige ist eigentlich, wenn man erst offen gefahren ist, dann das Verdeck schließt und weiterfährt, dann denkst du selbst so bei 180, 190, dass du stehst, obwohl du eigentlich ganz gut unterwegs bist. Wenn man langsamer fährt als 60, dann kann man während der Fahrt das Verdeck auch öffnen. Und ich habe mir heute mal aus zwei Gründen ganz bewusst keinen Puschel ans Mikro gemacht. Zum einen ist ja bei meiner letzten Cabrio-Fahrt hat sich einer verabschiedet. Und zum anderen denke ich, dass es vielleicht für euch so noch einfacher ist, den Unterschied zu hören. Also ich werde jetzt einmal noch das Windschott ausfahren. Also hinten das Windschott fährt hoch. Hier vorne stellt sich die Spoilerlippe auf und das hilft, Verwirbelungen hier im Innenraum vorzubeugen. Und gerade wenn man mit drei oder vier Leuten unterwegs ist, ist das eigentlich schon zwingend, dass man die Option hier nutzt mit dem Windschott. Weil gerade für die Passagiere hinten ist es doch deutlich angenehmer. So wurde mir zumindest berichtet. Ja, jetzt fahre ich hier offen mit 100 km/h. Ja, 90. Und ihr dürftet eigentlich überhaupt keine Windgeräusche auf dem Mikro haben, denn der verhält sich hier wirklich ruhig. Ich beschleunige jetzt einfach mal durch. Achtet doch einfach auf die Geschwindigkeit hier mal und erzähle ein bisschen was. Also 140 habe ich jetzt erreicht von der Geschwindigkeit. Ich versuche auch mal durchzureden, einfach damit ihr hört. 160, 170. 180 und ja, das wird jetzt schon ein bisschen lauter halt, ne? 190 und 200, aber hier im Innenraum an meinem Mikrofon selber spüre ich kaum Windverwirbelung. Ich merke halt oben vom Dach, vom Holm kommt jetzt ein Rauschen und natürlich die ganze Akustik ist halt durch das offene Dach auch eine andere. Darum schreie ich jetzt quasi, weil es halt schon laut ist. Aber ich fahre auch jetzt gerade hier, also ich cruise mit 180. Und das finde ich für ein offenes Fahrzeug schon sehr locker. Jetzt werde ich Windschott und Lippe vorne, das ist ja ein Knopf, beide mal einfahren. Und ich habe an der rechten Seitenscheibe die GoPro hängen. Also ich werde das Fenster auf jeden Fall stehen lassen müssen. Aber jetzt solltet ihr auch hören, wenn ich hochbeschleunige oder nicht. Ich verstehe solche Leute nicht. Der zieht raus und fährt 100 auf der linken Spur.
beschleunige jetzt also mal hoch und versuche wieder dabei zu reden. Jetzt solltet ihr schon deutlich die Windgeräusche auch auf dem Mikro hören. Und das ist halt der Unterschied zwischen Windschott haben und Windschott nicht haben. Sieht man ja auch ganz gut an dem Zettel, der sich eben kein Stück bewegt hat. Und jetzt das Ganze nochmal mit drei runtergelassenen Fenstern. Wie gesagt, die eine Scheibe muss ich stehen lassen. Und auch hier versuche ich wieder zu reden und euch ein bisschen was zu erzählen. Bitte fahr doch mal zur Seite, ich will vorbei. Dankeschön. Ich ziehe mir mein Käppi schon hier mit Absicht mal runter, weil ich merke, es ist halt deutlich mehr Wind. Ja gut, für euren Eindruck sollte das auch reichen. Ich fahre mal wieder die Fenster hoch und viel schneller werde ich jetzt hier nicht werden, das wird der Verkehr nicht zulassen. Da noch mal jetzt das Windschott wieder hoch und die Lippe. Es sieht vielleicht nicht besonders cool aus, wenn man so fährt mit allem oben, aber es ist schon sehr bequem und so ist die S-Klasse ja ausgelegt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Für mich ist der S500 ein wunderschöner Cruiser, der mir sehr, sehr viel Spaß beim Fahren macht. Ich meine, man muss jetzt natürlich bedenken, 175.000 Euro das Auto, allen Komfort drinnen, fast ein Vollausstatter. Der muss natürlich einiges bieten. Aber ich mag dieses V8 plus Luftfederung, ist für mich wirklich pures Fahrvergnügen. Und vielleicht liegt es an meinem fortgeschrittenen Alter, aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich diese Kombination jedes Mal sogar im Sportwagen vorziehen. Aber kein Porsche GTS. Ich aktiviere jetzt mal die beiden Spurhalteassistenzsysteme und ziehe auch noch mal den Tempomaten. Hoppla, das ist ein bisschen schnell. So war das. Sobald Tempomat und Spurhalteassistent aktiviert sind, sehe ich auch im unteren Bereich das Lenkrad. Und sobald das Lenkrad oder vielmehr die Kameras jetzt hier die ganzen Spuren erkannt haben, sollte es auch grün leuchten. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt fährt das Fahrzeug quasi, Tesla würde sagen, autonom. Ne? Nein, also kann ein paar Meter selbstständig fahren. Ich mache das jetzt bewusst. Ich eier ja hier nun hinterm Wohnwagen rum, damit ihr seht, wie lange er quasi automatisch fährt. Jetzt sagt er mir, Hände ans Lenkrad. Und gleich wird er auch nochmal richtig jammern. Gibt es nochmal eine Warnmeldung. Alles im grünen Bereich. Und der Spurhalteassistent versucht auch das Fahrzeug immer in der Spurmitte zu halten. Also wenn ich jetzt hier mal nach außen lenke, merke ich, das Fahrzeug versetzt sich gleich wieder in die Mitte der Spur und eiert eigentlich nicht von links nach rechts, sondern versucht immer die bestmögliche Position in der Spur zu halten und mich als Fahrer dementsprechend auch zu unterstützen. Funktioniert beides hervorragend. Auch der adaptive Tempomat, probiere hier mal einzuscheren, bremst halt langsam runter. Wenn ich jetzt hinter einen langsameren Verkehrsteilnehmer fahre, übernimmt also die Geschwindigkeit von dem. Und wenn ich jetzt ausschere, beschleunigt er halt auch sanft wieder hoch. Das passt hervorragend zum Charakter des Fahrzeugs. Ich habe auch noch in der Spiegelfläche ein kleines Dreieck, das leuchtet auf, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet. Ich kann euch heute leider keine Spiegelfahrt anbieten, aber auch der funktioniert ordentlich. Dazu haben wir einen Nachtassistenten. Kann ich den aktivieren? Das sieht dann so aus, hier unten mal hochziehen. Macht jetzt natürlich bei Tagfahrweise keinen Sinn und noch weniger Sinn hier auf dem Ostwestfalen-Damm. Was ganz interessant ist, wenn man nachts fährt, werden Fußgänger und Fahrradfahrer hier gekennzeichnet, damit man die halt besser erkennen kann im Dunkeln. Ja, die 360-Grad-Kamera habe ich euch auch schon gezeigt. Dann gibt es natürlich einen Abstandswarner.
kann jetzt hier gerade nicht auf den Kollegen auffahren. Bin ja immer im Tempomaten unterwegs. Also wenn ich zu dicht auffahre, das mache ich jetzt mal eben, kriege ich eine Warnung angezeigt. Oben im Drehzahlmesser. Und natürlich hat er auch einen City-Notbremsassistenten. Kann mir nicht bei jedem Hersteller merken, wie die heißen. Aber der Wagen kommt dann natürlich zum Stand oder unterstützt auch bei Bremsungen. Hatte ich oft auf der Autobahn, bin auf dem Stau aufgefahren. Das Fahrzeug meinte, ich war ein bisschen schnell. Und dann hat er schon autonom gebremst. Es gibt ja immer drei Stufen. Ne? Der spannt die Bremse vor. Er verhärtet auch noch das Bremspedal, dass wenn du aufs Bremspedal haust, dass du dann richtig Druck sofort drauf hast, oder er leitet dann selbstständig die Bremsung schon ein. Ja, das war's. Ich bin jetzt am Ende meiner Videokaufberatung hier zu Mercedes-Benz S500 Cabriolet. Am Ende sage ich immer ein bisschen was zum Verbrauch. Ich bin den Wagen jetzt gut 1800 Kilometer gefahren. War schönes Wetter. Ich hatte Urlaub. Nein, ich bin wirklich viel gefahren. Aber das Wetter hat sich auch angeboten. 1800 Kilometer. Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 13,1 Litern. Ist so ein bisschen mehr als das, was Mercedes beim Neftverbrauch angeht. Da sagen sie 9,1 Liter. Und ich muss sagen, ich bin den Wagen wirklich Piano gefahren. Ich sag mal, von den 1800 Kilometern waren vielleicht 200 Vollgaskilometer. Ja. Also einmal weiß ich mich 100 Kilometer wirklich, da war die Bahn frei, es war abends, ich wollte nach Hause, habe aufs Gas getreten, ne, 250, wo es halt ging, aber das waren 100 Kilometer am Stück und dann zwischendurch immer mal hochbeschleunigt, aber auch nicht viel, denn ich finde, es ist halt ein super Cruiser, der Wagen. Und von daher, ich finde 13,1 Liter jetzt nicht unrealistisch. Aber ich sag mal so, wer 175.000 Euro für das Auto ausgibt, der lacht über 13,1 Liter. Wobei wir ja wissen, in 10 oder in 20 Jahren können wir uns den vielleicht auch noch leisten. Ne? Sagen wir mal in 10 Jahren, ne? Da legt man wahrscheinlich noch 30.000 dafür hin. Könnte ja interessant werden. Ja, Fahrspaß. Ich habe tatsächlich Fahrspaß gehabt ohne Ende. Und es hat gar nichts mit der Kraft zu tun, die der V8 hat mit seinen 455 PS, sondern einfach, du hast so ein herrliches Cruiser-Gefühl. Durch die Luftfederung, durch diese fantastischen Sitze, und ja, ich sage fantastische Sitze, weil sie fantastisch sind, zur Not noch Massagefunktion halt. Ne? Du cruist durch die Gegend und wenn du denkst, Mensch, ich muss mal eben überholen, drückst du aufs Gaspedal, wumm, ne? Oder was ich auch schön finde, man gleitet so über die Landstraße und denkt so, ja, Song ist vorbei, kann ich mal aufs Gas drücken. Und das ist nicht so penetrant. Ich weiß noch, als wir das S-Class Coupé gefahren sind, da hatten wir den das S63 Coupé. Und da war ich damals ein bisschen unglücklich, weil zum Coupé, was ich drehen konnte, bin ich mit dem S500 gefahren. Und dann dachte ich, boah, was für Sitze, Ravetta. Und dann so ein Cruiser, total klasse. Und der S63 Coupé war dann natürlich deutlich straffer, deutlich sportlicher. Und dazu war noch in Italien unterwegs, hat also überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ich finde, der S500, ich persönlich würde dem S63 vorziehen. Egal ob Coupé oder Cabrio. Ich finde, das ist... sehr angenehm zu fahren, das Auto. Und das macht mir auch echt Spaß. Davon mal abgesehen, dass man hier echt ein schweres Ding unterm Hinter hat, was auch nicht klein ist. Es ist ja kein kleiner sportlicher Wagen, kein SL, kein SLK, sondern ein S-Klasse Cabriolet. Lässt er sich auch noch relativ sportlich fahren. Dann aber bitte im Sportprogramm. Und das auch, wenn man auf der Autobahn ist und hohe Geschwindigkeiten realisieren will, würde ich immer ein Sportprogramm gehen, weil ich finde, so ab 220 fängt er dann an, so ein bisschen nicht rumzueiern, aber da sage ich dann, huch, bist nicht in Sport. Gut, Fahrkomfort habe ich damit quasi auch erschlagen. Also es ist ein wundervoll komfortables Auto und es tut mir im Herzen weh, dass ich nicht mal eben 175.000 Euro habe, um mir den zu kaufen, wobei ich wahrscheinlich eher das Coupé nehmen würde. Ah, ich weiß es nicht. Bei so schönem Wetter jetzt, ne? Ja, vielleicht doch das Cabrio. Ja, last but not least, Alltagsnutzen.
da müssen wir jetzt mal ehrlich sein, ne? Es ist ein Cabrio für 4 Personen und es können tatsächlich 4 Personen hier sitzen. Ich kann hinter mir sitzen, könnte sogar längere Strecken sitzen. Allerdings ist es so, wenn man offen fährt, also selbst wenn man alle Fenster zu hat, hinten das Windschott hoch, vorne die Spoilerlippe da rausgefahren, dass du hinten halt schon ziemlich viel Luftverwirbelung mitkriegst. Also hinten hast du nicht Spaß, wenn du offen längere Strecken fährst. Punkt, fertig, Häkchen dran. Aber du kannst mit 4 Leuten sitzen. Der Kofferraum ist natürlich ein Witz, wenn du mit 4 Leuten verreisen willst. Da musst du dich schon arg einschränken oder du fährst die ganze Zeit geschlossen. Macht aber auch keinen Sinn. Also das ist natürlich die Schwachstelle, aber ist klar, irgendwo muss das Dach hier hin. Rein vom Rangieren und Einparken, wir haben einen Wendekreis von 11,6 Metern. Beim 5-Meter-Schiff, finde ich, ist das schon sehr handlich. Und durch die 360-Grad-Kamera, optional natürlich, ist das Einparken auch wirklich einfach. Ja, gut. Ich komme jetzt zum Ende. Ich bin ein bisschen verliebt, nicht so wirklich. Also es ist nicht so dieses, wow, Hammer. Und es ist auch, das möchte ich mal sagen, irgendwie neulich hatte mich ja jemand mal gefragt, was ist denn für dich das Besondere an Mercedes-Fahren? Und da habe ich gesagt, diese Entschleunigung, die man erfahren kann. Also bei den Nicht-AMG-Modellen. Ne? Du bist so entschleunigt, setzt dich ins Auto und weißt, du kannst, du musst aber nicht. Und das habe ich hier wirklich geschätzt. Und wenn ich es irgendwie hinkriege, möchte ich auch ganz gerne nochmal einen V8 von Mercedes mit Luftfederung fahren. Meinen eigenen, bevor wir dann alle Elektro fahren. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Eure Meinung zu dem Fahrzeug. Immer rein in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, sage ich mal. Ich sage tschüss, bis dann. Euer Jan.